Christoph Monschein hat einen ungewöhnlichen Werdegang hinter sich. Er wuchs im Süden von Wien auf und hat 1998 dort begonnen, wo auch sein Vater und sein Bruder Fußball spielten, bei Brunn am Gebirge. An eine Profikarriere dachte er zunächst überhaupt nicht. Das Wichtigste war für ihn der Spaß am Fußball und gemeinsam mit den Freunden Fußball zu spielen. Eine Akademie hat Christoph Monschein nie besucht. Der Nachteil ist auf jeden Fall, dass ich eben nicht die Ausbildung habe, wie wenn ich in einer Akademie gewesen wäre, aber was halt technische Sachen betrifft oder auch taktische vor allem. Und das ist natürlich ein Nachteil, weil man das später im Erwachsenenfußball geht sehr viel um Taktik, sehr viel auch technische Dinge. Aber ich finde halt, der Vorteil ist, dass ich dadurch, dass ich eben immer mit meinen Freunden gespielt habe, schätze ich es halt sehr, dass ich Fußball spielen darf und weiß ich halt, wie sehr es mir Spaß gemacht hat und habe auch so ein bisschen den Ehrgeiz mehr entwickelt und den Kampfgeist bekommen, dass ich mir das mehr arbeite und dass ich mich da mehr reinhaue und mit den Dingen auch mehr glänzen kann. Ich habe ganz normal 4 Jahre Volksschule gemacht, dann war ich 4 Jahre in einem Gymnasium, habe dann überlegt, wie ich weitermache. Mein Bruder war in der HTL in Mödling, hat Hochbau absolviert und ich habe mir gedacht, ja, technisch, das taugt mir, das möchte ich mir auch anschauen. Habe ich dann dazu entschieden, dass ich auch HTL Mödling mache, Elektronik aber. Habe dort 5 Jahre absolviert und auch maturiert dort. Und danach habe ich mir gedacht, wie schaut es wirtschaftlich aus, das interessiert mich auch. Und war dann 2,5 Jahre auf der Wirtschaftsuniversität und habe BWL studiert. 2014 wechselt Christoph Monschein von seinem Heimatverein in der 5. Leistungsstufe in die Regionalliga Ost zu Ebrachsdorf. Und erst 2016, im Alter von 23 Jahren, gelingt ihm mit dem Wechsel zur Admira der Umstieg ins Profigeschäft. Ein Umstieg, der weit mehr bedeutet als ein einfacher Vereinswechsel. Bei Ebersdorf in der Regionalliga habe ich, glaube ich, 4-mal die Woche trainiert, wenn überhaupt, manchmal sogar nur 3-mal. Dann ein Spiel am Wochenende und nebenbei sogar gearbeitet, ne, am Vormittag immer. Was dann natürlich dann eine Riesenumstellung ist, wenn du auf einmal jeden Tag am Feld stehst, jeden Tag trainierst. Das muss der Körper erst einmal, da muss er sich erst dran gewöhnen. Und die Umstellung hat schon einige Wochen, Monate gedauert, bis ich mich dann echt gut gefühlt habe, dass ich da richtig angreifen kann. Es gab auch Höhen und Tiefen, das ist halt immer so, aber das ist mir bewusst gewesen, dass das nicht leicht wird, dass kein leichter Weg war. Und ja, ich habe mich einfach verbissen in das und wollte, wie ich gemerkt habe, wie es Spaß macht, auch da jeden Tag nur Fußball zu spielen. Ja, habe ich mir einfach dann wirklich das Ziel genommen, so lange wie möglich durchzuhalten und alles daran zu setzen, dass ich es schaffe. Und ja, es ist dann ziemlich schnell auch aufgegangen. Bei der Admira kann sich Christoph Monschein rasch ins Rampenlicht spielen. Schon bald wird Austria Wien auf ihn aufmerksam. Und er lernt bei der Admira Max Sachs kennen, der zu seinem besten Freund wird. Ja, man kann sagen, das war so wie Liebe auf den ersten Blick bei einer Frau. Wir haben uns getroffen in der Kabine gleich und ja, es war von Anfang an einfach passt, die Harmonie. Wir haben denken ziemlich ähnlich, wir haben dieselben Hobbys, halt neben dem Platz auch, wir zocken gern gemeinsam und ja, es hat einfach super passt, seine Art ist unglaublich und ich mag ihn so sehr als Mensch. Ja, wir haben immer schon geredet, auch bei der Admira am Ende, wie es ausschaut in der Zukunft, was so die Ziele von jedem sind. Und wie ich dann eben, wie das feststand, dass ich zu Austria gehe, war er schon traurig ein bisschen, aber er hat sich auch gedacht, ja, schau mal, vielleicht spielen wir mal wieder zusammen. Und ja, ein Jahr später ist er dann auch hergekommen. Und ich glaube, man sieht auch, wie sehr das harmoniert. Und wir verstehen uns so wie auch außerhalb vom Platz, am Platz, top und ja, das kann nur funktionieren. Bei Austria Wien hat Christoph Monschein schon Höhen und Tiefen erlebt. Einsätze in der Startelf wechselten sich mit Verletzungen und Plätzen auf der Ersatzbank ab. Im Frühjahr 2019 läuft es aber richtig gut für Christoph Monschein. Ist jetzt die beste Phase seiner Karriere? Also es geht immer mehr. Ich glaube, man darf nicht sagen, dass man jetzt in der besten Phase ist, weil dann stagniert man, dann hört man einfach auf, sich weiterzuentwickeln und das will ich auf keinen Fall. Ich bin so ein Typ, der immer mehr will, der immer mehr Gas gibt, der versucht, sich immer weiterzuentwickeln. Und ja, es gab viele Höhen und Tiefen, natürlich auch bei der Austria, aber ja, es war mir auch bewusst, wie ich von der Admira zur Austria gekommen bin, dass das
ein harter Brocken wird, sich da durchzusetzen. Profifußball ist eine ernste Angelegenheit und mit viel harter Arbeit verbunden. Auf bestimmte Qualitäten in der Kabine und in der Mannschaft legt Christoph Monschein allerdings besonders viel Wert. Ja, auf jeden Fall positive Stimmung, dass man sich, auch wenn es geht, mit allen versteht. Es gibt immer Menschen, mit denen ist man nicht so gut wie mit anderen, aber ich glaube, die Grundbasis ist, dass alle miteinander ehrlich und normal umgehen, dass da keine Streitigkeiten gibt, was auch bei uns nicht der Fall ist, was mich sehr freut, weil ich fahre jeden Tag gern her und ich weiß, ich komme in die Kabine und mindestens 4 Leute lachen mir gleich ins Gesicht, auch wenn es früh am Morgen ist. Das ist für mich einfach, ja, ich bin ein positiver Typ und versuche immer alles auch, also ich bin auch sehr spaßig und versuche immer gut drauf zu sein, was natürlich auch ja, manchmal den Leuten nicht so gefällt, weil man mehr Ernst reinbringen sollte, aber ich glaube, das ist einfach auch meine Stärke, dass ich einfach ein positiver Typ bin und ja, dadurch auch immer motiviert bin.